Hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Diablo 3 Let's Play. Ich bin euer Shen und bei mir ist natürlich, wer denn auch sonst, der... Razor, wer hätt's gedacht? Ja, wer hätt's gedacht? Ja, heute durfte ich euch mal begrüßen und beim letzten Mal stehen geblieben in der Krypta des Skelettkönigs, wo wir den Skelettkönig noch gelegt haben. Und jetzt schauen wir, wo es weitergeht in der verlassenen Kammer und finden raus, was da in die Kathedrale eingestürzt ist. Der Wahnsinn. Ich muss gerade mal sagen, das war total komisch, wenn du anmoderierst. Ich muss so lange still sein, das kann ich doch gar nicht. Ja, dafür wackelst du trotzdem immer noch so schön rum. Was? Ja, natürlich. Das, Hier ist der Krater. Ja, hier ist der Krater. Und da sind Truhen und Gläser und Urnen gewesen, was auch immer. Hallo Krater, da liegt wer drin. Da liegt wer drin. Dann... Ein Alien! Hallo? Ihr seid also das Feuer, das vom Himmel gefallen ist. Warum finde ich euch hier an der Quelle der Dunkelheit dieses Ortes? Ich erinnere mich daran, zu fallen. Könnt ihr euch erinnern, weshalb ihr hier seid? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Cain bringen. Er wird uns helfen zu verstehen. Wow. Wo bin ich, was ist das hier? So ja. Ungefähr kann man sich diesen Typen vorstellen. Wir haben einen Trottel gerettet, juhu. Und die Dunkelheit rückt näher, also so wie ich das hier draußen und oben und überall gesehen habe, und auch den Beschreibungen der Monster zufolge, ist die Dunkelheit schon da. Ja, würde ich auch sagen. Neutristram, da haben wir eine Quest, dann ab nach Neutristram, wa? Ja, schauen wir doch mal, was Cain sagt. All den Mysterien zum Trotz, die noch gelöst werden wollen, erfahre ich jetzt, dass der gefallene Stern ein Mann ist. Er hat nur wenige Erinnerungen an sich selbst. Ich werde ihn zu Deckard Cain begleiten. Bei ihm wird er Antworten finden. Okay. Der Mann ist ein Stern. Was sagt Cain denn? Ich fand diesen Mann im Krater des gefallenen Sterns. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Ding, Quest abgeschlossen. Ich möchte gerade mal ganz kurz was einwerfen, bevor wir hier in der Quest weitergehen. Ja, bitte. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Okay, weiter. Das wird sonst zu peinlich. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremde. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Die Ziegenmenschen kümmern mich nicht. Ich werde das Schwert zurückbringen. Wirst du das, ja? Ja. Okay. Also, viel Text, wenig Plot. Wir gehen das Schwert suchen, oder? Würde ich sagen. Okay. So, wir sollen Friedhof der Verlassenen. Da waren wir gerade erst, oder? Nee, Moment. Oh, da ist ein goldener Mob. Meine Hunde gehen gerade in Rage. Beeil dich. Ich bin doch schon da.
Aha. Aua! Das kickt mich nicht, es kickt mich. Töte den. Boah, heftig, was macht denn hier so ein Schaden? Hast du irgendwie gute Waffen? Oder bin das ich? Oder meine Hunde? Nee, ich glaube, den Schaden mache ich. Hm. Blaues Item. Was? Blaues Item. Ja, ich... Oh, warte. Register eines Totengräbers. Wo? Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Okay, der arme Totengräber steckt bis zum Hals im Dreck. Ja gut, das müssen sich die Leute dann auf deinem Video anhören, weil ich hab's nämlich nicht gehabt. Okay. Also hast du doch nicht alle. Und? Speicherpunkt. Geh zu den Feldern des Elends. Abgeschlossen. Sucht nach der Höhle der Khazra. Genau. Wir suchen eine Höhle. Und wir finden Gegner. Sind das die Ziegenmenschen? Ja, das sind glaube ich Ziegenmenschen. Ja, neues Wissen. Klickedi-klick. Wollen wir eben das neue Wissen hören? Hören wir uns eben das neue Wissen an. Okay. Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Khazra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Vischerei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weithin wird von Angriffen durch die Khazra berichtet und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Okay. Ziegenmenschen also. Ziegenmenschen. Der Wahnsinn. Aber was auch immer die Ziegenmenschen mit dem Schwertbruchstück zu tun haben. Da liegt noch ein toter Torfbewohner. Mensch, du lässt die ganzen Leichen immer liegen. Ja, ich sehe die halt nicht. Was interessieren mich Tote? Der hatte was dabei. Einen magischen Streitkolben. Nee, brauche ich glaube ich nicht. Ich habe hier so einen coolen Dolch beim Skelettkönig bekommen, der ziemlich cool ist halt. Und da sind mehr Ziegenmenschen. Und ein Baum. Oh mein Gott, Ents! Ah! Da explodiert was, Vorsicht! Hoppala! Ich bin gestorben. Ich bin geheilt. Sag ich ja. Da explodiert irgendwas. Und ich sterbe gerade auch! Nein, du stirbst nicht. Braucht mehr Zeit. Recht, ich hab Hunde. Ha! Ja, so sieht's aus, wenn man stirbt. Magst du mich einmal wiederbeleben? Anklicken? Ja, anklicken. Ja. Und ich hab neues Wissen, du auch. Ja, ich auch. Über den Baum wahrscheinlich. Da! Noch nicht tot. Du hast überlebt. GZ. Ich hol mir mal eben... Jetzt oh, das neue Wissen weg. Ist verschwunden. Schade. Das kommt bestimmt nochmal. Hoffen wir's. Also, diese Bäume, fies für Nahkämpfer, die explodieren. Oder irgendwas an den Bäumen. Irgendwie sowas. Da ist noch ein Baum. Nein, das ist kein Baum. Das ist ein Ziegenmensch, der aus dem Busch kommt. Aber ich habe eine Truhe. Deine Truhe. Genau. Kurzstab. Oha, toll. Da ist aber... Also irgendwie finde ich viel blaues Zeug. Ich finde gar kein blaues Zeug. Aber alles schlechter. Ich habe einen Baum gefunden. Nee, wieder Ziegenmensch, der aus dem Busch kommt. Irgendwas hat hier geknackt. Glaube. Bezaubernde Vanguard-Puppe. Ich hab was für einen Hexendoktor. Schau mal. Was denn? Werf rüber. Eine Voodoo-Puppe. Eine Voodoo-Puppe? Oh, awesome. Ein maximales Mana. Cool. Jetzt kann ich dich quasi... Voodoo-Dingsen. Was machen wir hier eigentlich? Wir suchen immer noch die Höhle, ne? Genau, wir suchen immer noch die Höhle. Hier ist eine Höhle. Da ist eine Höhle, aber das ist die falsche Höhle. Drauf geschissen? Gehen wir rein. Forschen! Ich will da rein! Du willst. Hallo? Oh, was war das? Ich hab kaputt gemacht!
Wusch. Truhe. Und ein Schlagring. Nee, für mich nicht. Wie ist die Höhle leer? Kann das sein? Ich nee. Hier ist ein Monster drin. Ach nee, doch nicht. Ja, das sind wieder diese Muttertier-Fledermäuse, in denen die anderen leben. Eigentlich müsste ich ja mal näher an euch rankommen, damit ich wieder meine eigenen Fledermäuse auf die feindlichen Fledermäuse fledern kann und so. Fleder? Toter Dorfbewohner. Oh, der hatte viel Gold Yay, dabei. Gegner! Ach, das sind eine Stachelschweine, ja, oder? Brennt. Oh, Stufe 10. Awesome, du hast mich wieder überholt. Bannsiegel? Was ist das denn? Platz für passive Fähigkeit. Moment, ich muss glaube ich gerade mal gucken. Passive Fähigkeiten freigeschaltet. Jetzt geht es. So, verbrennt alle. Jetzt würde ich gerne warten, aber ich muss gerade nachgucken, was ich da bekommen habe. Ja, guck du mal. Ich suche mal nach Gegnern, dass ich auch Level 10 werde. Passive Fähigkeit. Hat doch geklappt. Dschungelstärke. So. Mit dem Dschungel eins zu sein, bedeutet sich zu nehmen, was man braucht. Und alle Widrigkeiten zu ertragen. Reduziert sämtliche Schäden, der von euren Dienern erlitten wird und von euch um 20%. Immer wenn ein Gegner innerhalb von 12 Metern stirbt, besteht eine Chance von 5%, dass ein Zombie-Hund automatisch erscheint. Gegenstände, die den Radius erweitern, dem Gold aufgesammelt wird, erweitern auch die Reichweite dieses Effekts. Also das heißt, wenn ich den nehme ich den doch einfach mal. Dann muss ich jetzt immer nah an Gegner rangehen, damit meine Zombie-Hunde neu beschworen werden. Stelle ich mich quasi zu dir. Nein, ich habe alleine vorne zu stehen. Nein. Doch. Was ist das? Ein toter Dorfbewohner. Und Gold. Ja, hier waren wir dann falsch. Das sieht so aus, aber soll ich dir was sagen? Es ist schon wieder soweit. Och nein. Och doch, ich nehme noch hier den Heilbrunnen, weil ich's kann und renne dann durch. Och, nicht schon wieder. Doch, ist so. Ist vorbei. Für heute ist es zu Ende, Leute. Ich bin euer Razor LP. Ich bin euer Shen. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Diablo 3. Tschüssi. Ciao.